Okay, dann nehme ich jetzt das Peinlichste, glaube ich. Okay, hau raus. Tada! Das ist richtig geil. Schön. Wie geil mit der Wolke, schön den Lippen abgedeckt. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie ihr sehen könnt, ich bin heute nicht alleine, denn ich habe die Isabo heute bei mir. Hi. Wenn ihr sie nicht kennt, dann geht mal schnell rüber, abonniert sie. Sehr gern. Denn sie macht richtig schöne Familienvideos und ganz viele tolle Vlogs und das ist wirklich sehenswert. Und heute haben wir was richtig Schönes für euch vorbereitet und zwar zeigen wir euch peinliche Kinderfotos und ja, ich würde sagen, wenn ihr Bock drauf habt, dann bleibt einfach dran und wir wünschen euch ganz viel Spaß. Viel Spaß. Und Leute, ich habe ganz vergessen, die Videofrage für dieses Mal ist, schreibt uns doch mal in die Kommentare, wann ihr geboren seid, denn wir würden das einfach gerne wissen und freuen uns drauf. Okay. So, fangen wir mit deinen Fotos. Ja? Mit deinem Kanal. Okay. Okay. Dann, ich bin selber voll gespannt, was du sagst. Dann zuerst dieses hier. Wow. Wie stolz du auf deine Tattoos bist. Hauptsache so richtig Pause sind. Vor allem, das waren so Tattoos von, aus der Bravo oder so, oh, aus ja. der Popcorn. Und ich fand die damals so geil. Richtig so schön in die Kamera hier, meine Tattoos. Und die Ärmel sind auch cool. Das habe ich gerne früher getragen, diese Rüschen. Ja? Ja? Ich weiß es gar nicht das mehr. Das war früher richtig modern. Welches Baujahr bist du? 93? 91. Ja, das kann okay. super passen. Ja, cool. Wir nehmen jetzt mal das hier. Wirklich, bist du das? Das bin ich. Ist das in, in Lorette de Mar? Ja. Ja, krass. Ich habe auch Bilder, wo ich vor diesem Turm bin. Wie krass. Die hat jetzt einfach mal direkt den Ort. Krass, aber dein Kleidungsstil, ne? Richtig Style. Sehe ich nicht aus wie ein Junge? Etwas schon, vor allem mit diesem... mit dem Band, ne? Das ist mega. Und das war eine Schlaghose mit solchen fetten Buffalo-Schuhen. Dann, das hat jetzt nicht die beste Quali, aber tada, und ich bin das da. Mit der grünen Jacke. Oh, wie süß. Oh, ich habe das gehasst. Ich hatte auch so als Kind immer oft solche Jacken an in Neongelb, Neongelb. Ja. Damit man auch gut gesehen wird, wenn es dunkel ist. Aber ist das deine Freundin? Das ist meine Cousine. Meine Cousine auch geil mit dem Teddy dafür. Ja, das gewesen, ey. Vor allem richtig scheiß Wetter. Meine Jacke hat noch so süße Tapsen. Ja, mega süß. Aber ja, also aber passt dann, perfekt. Oh, deine Cousine ist der Hammer. Hauptsache einfach mal hier so ein Teddy hängt. Richtig cool. Und man sieht auch meine Naturhaarfarbe, also beziehungsweise... Dunkelblond. Ja, ja, genau. Ja, also wie hier jetzt. Ja. Ich bin auch dunkelblond. Beste Haarfarbe. Ist so. Deswegen sind wir auch gefärbt. Okay. Oh. Und du siehst, ja, ich finde, hier sieht man, dass Leona dir voll ähnlich sieht. Ja, ne? Krass. Richtig schön. Und der Hase. Schön im Unterhemd. Keine Zähne gefurzt, gerade aufgestanden, aber Hauptsache das Kaninchen ist da. Hopsi. Hopsi? Hopsi. Sehr kreativ. Das Sofa ist doch geil, oder? Ja, mega. Mega stylisch. Und auch immer diese Muscheln aus dem Urlaub, ne? Das hatte ich früher auch. Das ist so geil. Immer aber als du mitgenommen hast, schön dahin gelegt, ja, aber ja. Eigentlich sieht es richtig hässlich aus. Okay, dann nehme ich jetzt das Peinlichste, glaube okay, ich. Okay, hau raus. Tada! Das ist geil. Schön. Wie geil mit der Wolke, schön den Lippen abgedeckt. Würde ich auch machen. Ich habe auch noch ein nackiges Foto für euch gleich. Oh mein Gott. Vor allem meine Mutter hat mich dann immer so verziert mit dem Schaum. Wir müssen mal zusammen so ein Video machen, wo man so Smileys nachmacht. Das ja, ist voll geil. Stimmt. Stimmt, du magst es ja auch, ne? Ich habe da gleich noch ein Foto. Ich mache immer Peace. Ich komme auch mal ein nackig Foto. Ah! Wie geil! So richtig noch so am Verdecken. Wie cool ist das denn? Voll süß. Das war aber nicht bewusst verdeckt. Nee? Einfach so. Ach so. Oh, krass, aber es verdeckt ja wirklich. So richtig das, was verdeckt werden soll. Du musst kein Smiley draufkriegen. Nee, war voll cool. Voll so glücklich siehst du aus. Da war es richtig warm, das weiß ich noch. Und da haben wir eine Wasserschlacht im Garten gemacht.
Und das könnt ihr wahrscheinlich nicht sehen. Unten auf dem Bild, da steht so ein Rasensprenger. Ah, kennst du das, diese Kippen? Ja. Ich habe dann immer früher damit gekämpft und dann sind wir da durchgesprungen. Cool. Und dann hast du die Gartenzwerge. Ja. Typisch deutsch. Wo stehst du da drauf? Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, was das ist. Ist das ein Turm? Ja, irgendwie schon. Und das ist so dieses typische russische Kopfbestimmung. Ja. Diese Pom-Pom-Poms auf dem Kopf. Aber das passt gar nicht zu dem Outfit, weil ich bin so richtig dick eingepackt. Und sind Schläuchchen oben drauf. Und meine Mutter meinte, das Foto zeigt richtig meinen Charakter, weil ich gucke so richtig so leicht wild und so, mache ich nicht. So, jetzt kommt ein Foto, da bin ich etwas älter. Ich glaube 12. Okay. Und das ist so schrecklich. Was? Das ist voll süß! Nein! Und wie sie immer sagt, voll schlimm, das ist gar nicht schlimm. So gar nicht geschminkt? Oh, aber man sieht deine schönen Augen. Ist das, kennst du denn? Nee, das war so eine Snowboard-Gruppe. Ach so. Immer mehr. Das war in Österreich, da sind wir Snowboard gefahren. Das war voll geil, der Helm ist fetter als mein Kopf auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Und die Haare dann so richtig. Nehme ich doch mal das hier und das bin ich. Wow! Aber Hauptsache Augen zu. Ich finde, das sieht voll stylisch aus, wie aus einer Modezeitschrift. Ja? Ja. Richtig cool. Das ist mein Bruder und meine Cousine. Oh. Crazy. Dein Bruder ist älter, ne? Ja, genau, der ist jetzt 28. Aber Hauptsache so alle gucken irgendwie und ich so... Alle gucken irgendwo hin. Ich als ob ich schlafen würde. Dann, letztes Bild. Oh mein Gott, ich hatte einfach exakt so ein Bild. Ja? Ohne Witz. Ich habe auch so ein Foto, wo ich irgendwie vorm Computer sitze. Ja. Nur, das ist so gespiegelt, also ich wäre da gewesen. Krass, ne? Hey, wie krass. Und guck dir mal einen dicken Klopfer an. Wollte ich gerade sagen, diese alten Teile. Da war ich 5 oder so. Oh, aber richtig konzentriert guckst du. Das war Harry Hase oder wie der hieß. Nee, das kenne ich nicht. Das war so ein Computerspiel. Ich kenne auch Hugo. Ja, das kenne ich auch. Kennst du das? Das ist die Goldmine. Ja, das ist voll geil. Ja. Weißt du auch noch, wie laut der Router damals war? So ja. Und immer dieses Einwählen. Schreibt uns mal in die Kommis, wer von euch das kennt. Ja. Das wäre interessant. Ja. Hauptsache so einen fetten Ordner hinten im Hintergrund. Ja, aber so sah es bei uns auch. Und guck mal, der Fernseher. Ja. Ne? Krass, wie alt alles aussieht. Und Hauptsache jung und schon am Computer. Ja. Dann wären wir auch schon durch, ne? Ja, wir sind durch. Leute, dann wären wir auch schon fertig mit unserem Video. Und den zweiten Teil davon und noch mehr peinliche Bilder gibt es natürlich bei Isabo auf dem Kanal. Also unbedingt vorbeischauen. Ich verlinke euch ihr Video einfach mal unter ihr sozusagen. Und dann würden wir auch schon sagen, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst uns gerne ein Däumchen. Und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.